Frau Mertens, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie hier natürlich die Wahrheit sagen müssen, ansonsten würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Annette Mertens, 30 Jahre alt, Sie wohnen in Konstanz, Sie sind ledig, Trauerbegleitung, zurzeit allerdings ohne Beschäftigung, also arbeitslos. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit Angeklagten. Nach dem, was hier einige schon behauptet haben, belehre ich Sie rein vorsorglich, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich durch eine wahrheitsgemäße Antwort selbst belasten könnten. Sie wissen, es geht heute um den versuchten Mord an Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem Herrn Kreuzberg. Ihnen ist ja so, ja, ich glaube, am selben Tag fast gekündigt worden, oder? Oder wann haben Sie die Kündigung genau bekommen? Am 11. Januar. Am 11. Januar, also es war genau der Tattag. Wir haben schon gehört, Sie hatten die Kündigung per Einschreiben bekommen. Ja, nach über 10 Jahren. Hatten Sie damit gerechnet? Nein, das kam alles total unvorbereitet. Gab es denn noch ein Gespräch zwischen Ihrem Chef und Ihnen nach der Kündigung? Nein, deswegen habe ich mich auch sofort auf den Weg gemacht, bin zu dem Haus von den Kreuzberg hingefahren und wollte mir dann in einem persönlichen Gespräch noch mal Gewissheit verschaffen. Wie spät war es da? Es muss so gegen 18.15 Uhr gewesen sein. Aber ich bin noch eine Weile im Wagen sitzen geblieben und habe noch ein Lied zu Ende gehört, bevor ich dann letztendlich ausgestiegen bin. Wieso betonen Sie das so? Na, weil ich aus dieser Position aus festgestellt habe, dass die Frau Schilling sich auf dem Grundstück befindet. Mhm. Frau Mertens, wir haben da so einen Grundrissplan von dem Haus von Herrn Kreuzberg. Sie können gerne mal da hingehen. Vielleicht zeigen Sie uns mal anhand dieses Grundrisses, wo Sie waren und wo die Frau Schilling war. Ja, also hier ungefähr habe ich im Auto gesessen. Mhm. Und die Frau Schilling hat sich circa da befunden, auf der Terrasse. Und ja, hat irgendwie mit einem Ziegelstein rumhantiert auf dem Boden. Also bitte, du lügst doch! Ich war da nie! Unter diesem Ziegelstein habe ich einen Zweitschlüssel versteckt. Weil ich habe schon mal hin und wieder meinen Schlüssel mal vergessen oder schon verschlammt. Und deswegen habe ich dort einen Schlüssel versteckt. Mhm. Vielleicht zeigen Sie zunächst einmal, wie man da zu der Sauna gelangen kann. Ja. Also, das hier ist die Terrasse. Aha. Und das ist der Garten. Ja. Und hier über die Terrasse kommt man direkt durch diese Tür, ja, ins Haus, also direkt vor die Sauna. Ja. Und ja, hier ist ja eigentlich die Tür von der Sauna. Ja. Und jetzt sagten Sie gerade, da gibt es einen Zweitschlüssel irgendwie unter einem Ziegelstein. Wer wusste denn von diesem Zweitschlüssel für die Terrassentür? Ja, meine Ex-Frau. Das ist ja schon lange her. Ja, wir haben schon vor Jahren haben wir ja noch gemeinsam in dem Haus gewohnt. Na, das weiß ja, ich und doch meine nicht. Freundin Steffi weiß davon, aber ja, die hat mich ja gerettet. Also. Und die hat sogar einen Schlüssel von dem Hauseingang. Ach ja, überhaupt nichts habe ich da gemacht. Gar nichts. Ich war doch gar nicht da. Haben Sie noch irgendwo hingehen sehen? Ins Haus rein oder das Grundstück verlassen? Also sie ist dann ungefähr so hier auf dem Wege durch den Garten gelaufen. Ach, und über den Zaun und dann wieder in ihr Auto gestiegen. Danke, Sie können sich gerne wieder setzen, bitteschön. Dann waren Sie wohl da, Frau Schilling, überhaupt ne? Nicht. Ich war nicht da. Ja, vielleicht wusste Frau Mertens aber auch nur, wo der Zweitschlüssel war und erzählt das deshalb hier alles. Vielleicht, 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 ja. Was? Frau Mertens, sagen Sie mir, was haben Sie eigentlich gemacht, als Frau Schilling mit dem Wagen weggefahren sind? Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, bin zur Haustür gegangen von Herrn Kreuzberg, ja, habe dort angeklingelt und nachdem ich dann keine Antwort erhielt, bin ich dann unverrichteter Dinge wieder gegangen, nach Hause gefahren. Sind Sie wieder? Ja. Warum sind Sie denn nicht durch den Garten, hinten Terrassentür rein und haben da mal geschaut? Immerhin haben Sie auch gesehen, dass Frau Schilling vorher diesen Weg genommen hatte. Ja, also sowas würde mir im Traum nicht einfallen. Es geht ja vollkommen gegen meine Prinzipien, auf fremder Leuts Grundstück, Privatgrundstück, mich sozusagen aufzuhalten und schon gar nicht, wenn sich dort die Ex-Frau auch noch befindet. Ja, aber Sie haben doch auch geklingelt, also sind Sie doch dennoch auf ein Privatgrundstück gegangen. Und wenn Sie dann weitergegangen wären, wenn Sie es getan hätten, hätten Sie vielleicht auch die Hilfeschreie gehört und Sie hätten Ihren Chef retten können. Aber vielleicht wollten Sie das ja gar nicht, weil Sie es nämlich selber veranstaltet haben, das Ganze, was wir hier gehört haben. Genau. Hm? Also ich kann, der Annette würde ich sowas absolut nicht so niemals zutrauen. Abgesehen davon trägt sie nie Absatzschuhe. Mag ja sein, aber stellen Sie sich mal vor, wie das Geräusch durch so eine Saunatür sich anhört von diesen Absatzschuhen. Sie trägt oder hat vielleicht bislang noch nie welche getragen. Was ist denn, wenn sie jetzt absichtlich welche getragen hat, um den Verdacht auf ihre Ex-Frau zu lenken? Herr Kreuzberg. Hm? Aber ich kann sowieso gar keine Absatzschuhe tragen, weil ich dann nämlich so ein Problem mit den Füßen noch habe. Was haben Sie denn für ein Problem?
Hühneraugen. Frau Mertens, wussten Sie von dem Zweitschlüssel unter diesem Stein? Nein, woher soll ich denn davon wissen? War doch noch nie bei dem Herrn Kreuzberg eingeladen. Ja, vielleicht haben Sie ihn ja verfolgt. Ihnen war ja mehr an ihm gelegen als nur die Chefposition. Sie haben sich doch so ein wenig... Annette. Das war doch klasse. Nein. Als Sie vor dem Haus waren, was haben Sie in deinem Autoradio gehört? Was für Lied liefen da? Das war ein Lied von Elton John, Candles in the Wind. Auf welchem Sender lief das? Radio Star. Radio Star. Das Lied, ich habe mich ja schlau gemacht, lief zwischen 18.13 Uhr und 18.16 Uhr dort. Das hat vorhin der Zeuge gesagt, in der Sauna hat er auf die Funkuhr geschaut um 17:45, also genau während dieses Lied lief. Da passt natürlich was nicht zusammen, oder? Sie kann nicht dort gewesen sein. Das ist doch ganz einfach. Sie hat sich den Anfang von diesem Lied angehört, genau weil sie wusste, sie wird später ein Alibi brauchen. Und hat das genau hier aufgetischt, der Staatsanwalt. Sie haben für alles eine Antwort, Herr Lenz. Vielleicht nehmen wir nur noch Sie jetzt in den Zeugenstuhl rein. Mhm. Toll, dann würden wir vielleicht auch weiterkommen. Frau Mertens, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die Kündigung bekommen haben? Sie waren enttäuscht, niedergeschlagen. Wie viel Zeit haben Sie da insgesamt verbracht? Wie viel Zeit Ihres Lebens? Wenn ich so sage, ein Drittel? Es kommt hin, ne? Vorher waren Sie ja schon mal, bevor Sie bei Herrn Kreuzberg alleine gearbeitet haben, haben Sie ja schon 8 Jahre lang für das Ehepaar gearbeitet. 8 lange Jahre. Und dann kam die Kündigung. Erniedrigend. Nichts haben Sie getan. Ne? So kamen Sie sich vor. Die ganzen Überstunden, alles umsonst. Ja. Undankbar war der Herr Kreuzberg. Ja. Und was kam dann? Haben Sie eine andere vorgesetzt bekommen, ne? Die neue Freundin. Ja. Die hat Ihre Stelle einnehmen sollen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie der auf diese Frau so reingefallen ist. Die wollte sich doch nur ins gemachte Nest setzen, sonst wollte die doch gar nichts. Und dann noch diese billige Anmache. Ja, damals, ungefähr vor 6 Monaten auf diesem billigen, nennen wir das mal Single-Treff. die wusste doch ganz genau um das ganze Vermögen, die zwei dicken Autos und das Haus. Und darauf hat sie es doch abgesehen. Ins gemachte Nest hatte sie sich gesetzt, diese Steffi Konisch. Hm? Vorher hatte sie noch in einer 40 Quadratmeter Sozialwohnung gelebt. Da war das ja wohl ein ganz schöner Aufstieg jetzt. Hm? Aber Annette, du hast mich doch selber auf die Idee gebracht, die Steffi als Arbeitskraft auszuprobieren, oder nicht? Ach so. Ja. Stimmt das, Frau Mertens? Das war doch nicht so gemeint. Es war nicht so gemeint. Ich sollte die Steffi antesten, ob sie nur auf mein Geld aus ist oder ob sie wirklich was kann. Und sie kann was, ja. Die macht noch was vor. Kann doch gar nichts. Stimmt das, dass sie kurz vorher diese Steffi Kunisch auf einem Bauernhof gearbeitet hat? Ja, oh mein Herrgott. Will sie denn da Grabreden schreiben und den Leuten bei den Trauerfeiern irgendwie seelischen Beistand leisten? Ich hingegen mit meiner 10-jährigen Berufserfahrung hab doch da ganz andere Qualifikationen. Da kann man mir so schnell nichts vormachen. Weißt du, Annette, sei doch nicht traurig. Viel wichtiger als die Leistung im Beruf, weißt du, ist mein Mann die Leistung im Bett. Ja, was soll das denn jetzt noch mal? Frau Schädig, bitte schön. Ja, jetzt sind Sie mal ruhig, wenn Sie mich gefragt haben. Also, wussten Sie damals an dem 11. Januar, warum der Herr Kreuzberg Sie entlassen hatte? Nein. Wussten Sie gar nicht. Aber Sie konnten sich's denken. Ja. Mein Gott. Annette, das musst du doch verstehen. Arbeitstechnisch gesehen kommt mir die Steffi einfach billiger. Und ich muss auch sehen, wo ich bleibe. Merken Sie eigentlich, wie verletzend das ist, Herr Kreuzberg? Und gerade dann noch, wenn Frau Mertens in Sie verliebt ist, finden Sie nicht alles ein bisschen unverschämt, wie Sie es hier bringen? Das stimmt doch gar nicht. Ach, Annette, gib zu. Nein, ach, das ist nur mein Chef, sonst weiter nichts. Mhm. Frau Mertens, das merkt doch jeder hier im Raum, dass da mehr dahinter steckt. Und jetzt bitte ich Sie, sagen Sie mir die Wahrheit. Sie waren verletzt, weil sie entlassen worden ist. Und Sie waren zutiefst verletzt und enttäuscht, weil Ihre Liebe nicht erwidert hat, weil sie als Frau gar nicht wahrgenommen hat. Und dann an dem Abend, als Sie gesehen haben, dass Frau Schilling weggefahren ist, haben Sie sich gedacht, gut, den Tatverdacht, den kann man sicherlich auf Frau Schilling überwälzen, sind dann in das Haus hineingegangen und haben Herrn Kreuzberg eingesperrt in die Sauna. War es so? Nein, nein, ich war das nicht. Ich bin vollkommen unschuldig. Vielleicht sollten wir mal Ihren Bekannten, den Markus Völkel, zu dem Ganzen hier befragen. Hm? Markus Völkel, bitte schön. Ja, Frau Meierhof, glauben Sie es mir doch. Ich habe doch eben mit der Friedhofsleitung gesprochen. Die sind gerade dabei, das Grab ihrer Mutter auszuheben.
Ich weiß, dass Sie das nicht wollten. Ich wollte das doch auch nicht. Herr Völkel, sind Sie. Jetzt kommen Sie mal rein, Sie sind schon aufgerufen. Ja, aber es wird jetzt gerade stattfinden. Herr Völkel, beenden Sie bitte Ihr Telefonat also. Ja, ich wollte Sie doch jetzt nur darüber informieren. Gehen Sie gleich nach vorne bitte. Und hören Sie mal auf zu telefonieren jetzt. Das war die Idee Ihres Mannes. Vielleicht können Sie das noch irgendwie verhindern. Herr Völkel. Diese Exhumierung. Ja, Exhumierung habe ich gesagt. Ich muss jetzt aufhören zu telefonieren. Herr Völkel, haben Sie jetzt mal fertig telefoniert hier? Entschuldigen Sie. Das war wichtig. Das kommt nicht wieder vor. Ja, das ist ja wohl das Mindeste, dass es nicht wieder vorkommt. Also. Ich habe nicht nur große Ohren, man hört damit auch ganz gut. Exhumierung, haben Sie gesagt, die verhindert werden soll. Und was geht's denn da? Das tut hier nichts zur Sache. Also ich bin grundsätzlich gegen Exhumierung. Das stört die Totenruhe. Ne? Es kann doch eigentlich nur um die Exhumierung von Frau Huber gehen. Ne? Die wurde beerdigt von Ihrem Institut, Frau Schilling. Und Sie haben da ja gearbeitet im Institut, Herr Völkel. Ja, also ich habe eben mit der Tochter von Frau Huber gesprochen. Sie ist natürlich dagegen. Sie will nicht, dass ihre Mutter wieder ausgegraben wird. Und da bin ich ganz ihrer Meinung. Herr Staatsanwalt, vielleicht, dass mal alle verstehen, worum es hier gerade überhaupt geht. Ich habe auf Ihren Antrag hin ja vor der Hauptverhandlung die Exhumierung der Frau Edith Huber angeordnet. Na, wir hatten ja schon von Beginn an alle Familien, die Kunden bei der Angeklagten sind, gefragt, ob deren Angehörige mit oder ohne Schmuck beerdigt wurden. Wenn mit Schmuck, dann bietet sich die Exhumierung an, um zu sehen, ob der Schmuck noch da ist. Ist er nicht mehr da, spricht es für eine Unterschlagung durch die Angeklagten. Und das wiederum bestätigt natürlich umso mehr ihr Motiv. Ja, aber es hat sich ja niemand gemeldet. Naja, die Leiche von Frau Gmeinwieser musste nicht exhumiert werden. Da wussten wir ja, wo der Schmuck ist, bei ihrer Mandantin. Mhm. Und jetzt haben Sie von einer anderen Bestattung mitbekommen, ja? Bei der die Bestattete angeblich Schmuck getragen hat, ja? Der Schwiegersohn von Frau Huber, der hat mich kurz vor der Verhandlung angesprochen und bat darum, ob wir das nicht machen können. Weil er mir jetzt gesagt hat, jetzt auf einmal, dass die Schwiegermutter Schmuck getragen hatte. Das war doch bestimmt die Idee von meinem Ex-Mann. Oder dieser Steffi. Du, die Steffi ist eben doch nicht so dumm, wie du denkst. Sie hat nämlich den Schwiegersohn der Frau Huber dazu veranlasst, die Exhumierung freizugeben. Und wenn dann kein Schmuck gefunden wird, Frau Huber, dann ist es bewiesen, dass du die Toten beklaust. Also die Kosten für diese Exhumierung, die hätten Sie sich sparen können. Da kommt nämlich gar nichts bei raus. Ja, wir werden sehen. Also jetzt lassen wir das mit der Exhumierung, glaube ich, mal für den Moment außen vor. Jetzt geht es ja zunächst mal um Ihre Vernehmung. Ja? Herr Völkel, Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Markus Völkel, 33 Jahre alt. Sie wohnen in Kornstedt. Sie sind ledig, Bestattermeister. Sie sind Prokurist im Bestattungsunternehmen Schilling. Verwandt oder verschwägert mit der Frau Schilling sind Sie nicht. Sie wissen, dass Ihre Chefin heute angeklagt ist, weil Sie am 11. Januar 2007 versucht haben soll, Ihren Ex-Mann umzubringen. Ja, also diese Vorwürfe sind komplett an den Haaren herbeigezogen. Ich war nämlich den ganzen Tag mit meiner Chefin zusammen. Von wann bis wann genau? Das war von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends im Büro des Instituts. Das behaupten Sie, weil Sie Angst um Ihren Job haben, oder? Wieso sollte ich? Wenn heute rauskommt, dass die Vorwürfe gegen Ihre Chefin zutreffen, Sie sind der Prokurist dieser Firma, dann können Sie auch gehen, ne? Mitgehangen, mitgegangen in Ihrem Fall, würde ich sagen. Nee, also ich schwöre Ihnen, wir waren die ganze Zeit... Seltsam war es allerdings schon, wie Sie aufgrund dieser Exhumierung hier reagiert haben. Hm? Vielleicht haben Sie was zu verbergen oder machen gemeinsame Sache mit der Angeklagten? Nee, also mache ich nicht. Wir haben nichts zu verbergen. Wir waren die ganze Zeit also im Büro und wir haben nichts Illegales gemacht. Naja, nichts Illegales. Nun wurde bei Ihrer Chefin allerdings Schmuck gefunden. Schmuck, der eindeutig dieser Frau Gmeinwieser gehört hat. Und es wird nun behauptet, dass Ihre Chefin diesen Schmuck unrechtmäßig an sich genommen habe, aus dem Sarg heraus. Ja, ich weiß. Es war aber so, dass Frau Gmeinwieser meiner Chefin diesen Schmuck noch zu Lebzeiten geschenkt hat. Da war ich sogar dabei. Und zwar... Frau Gmeinwieser wollte den zunächst mit ins Grab nehmen, den Schmuck. Mhm. Sie hat keine Angehörigen. Ja. Dem Staat wollte sie den Schmuck auch nicht überlassen. Und im Übrigen fände ich das also äußerst respektlos, wenn meine Chefin da den Schmuck geklaut hätte. Und vor allem geschäftsschädigend, oder? Wenn es rauskommt. Ja, nicht wahr? Sicherlich. Ja. Herr Völkel, wie gut kennen Sie eigentlich die Frau Mertens? Annette, wir haben uns zusammen kennengelernt bei der Arbeit, als Frau Schilling und Herr Kreuzberg noch verheiratet waren. Sind Sie befreundet? Ja, wir treffen uns ab und zu. Man kann ja mit Kollegen aus der gleichen Branche besser über diese Arbeit sprechen. Zumal die meisten Menschen eben nicht so gerne über den Tod reden. Ja. Dann kann ich Sie ja fragen, wissen Sie etwas davon, ob die Frau Mertens in Ihren Ex-Chef, den Herrn Kreuzberg, verliebt ist? Ja, also den Eindruck hatte ich denn, als das Chef-Ehepaar frisch getrennt war. Da sagte ich zu Annette, na, jetzt hast du ja freie Bahn beim Chef. Ne? Und darauf hat sie das ganze Gesicht gegrinst. Also. War doch nur Spaß. Ja, damals war es vielleicht Spaß, aber es war bestimmt kein Spaß, als du mich völlig verheult angerufen hast. Wann war das? Das war am 11. Januar. Also am Tattag.
Und warum war sie verheult? Ja, es ging da um ihre Kündigung. Sie sagte, sie hätte sich also ihr Leben lang zum Affen gemacht für Herrn Kreuzberg und war völlig verheult und hysterisch. Mhm. Also so habe ich Annette noch nie erlebt. Mhm. Können Sie mal das Telefonat im Detail schildern? Ja, ich habe ihr geraten, sie soll zu ihrem Chef hinfahren und mit ihm reden. Und sie sagte dann, das wird sie auch machen. Und sie wird ihm sagen, dass er ein Scheißkerl wäre. Und da war ich ganz baff, weil ich solche Sätze von Annette noch nie gehört habe, solche Schimpfworte. Ne? Also war sie außerordentlich wütend. Ja. Trauen Sie in diesem Zustand zu, dass sie vielleicht Herrn Kreuzberg nach dem Leben getrachtet hat und versucht hat, ihn umzubringen? Ja, also unter normalen Umständen würde ich ihr das nicht zutrauen. Ne? Aber das war wohl eine Ausnahmesituation und da wird sie im Affekt gehandelt haben. Ne? Was redest du denn da? Ja, es tut mir leid, Annette, ich muss das hier sagen. Das hätte ich in meinem ganzen Leben von dir nicht erwartet. Ich dachte, wir wären befreundet. Also vor Gericht hört bei mir die Freundschaft auf. Aber du lügst. Es ist vollkommen unmöglich, dass du mit Frau Schilling im Büro gesessen hast. Ich habe sie doch auf dem Grundstück bei Herrn Kreuzberg gesehen. Annette, wir waren die ganze Zeit zusammen im Büro. Jetzt hör mal auf, dich um Kopf und Kragen zu reden. Herr Völkel, Sie setzen sich ja richtig gegen Frau Mertens ein. Hat die Angeklagte Sie vielleicht geschmiert? Oder wie darf ich das verstehen? Jetzt hören Sie auf. Also, ich bin nicht geschmiert in dieser Sache. Aber es gibt da jemand, der geschmiert ist, und zwar nicht zu wenig. So? Wer denn? Das ist Igor, der Altenpfleger. Igor war immer pleite, der ließ sogar beim Bäcker anschreiben. Und plötzlich gibt er die großen Stammtischrunden aus. Also ich sage Ihnen, der Herr Kreuzberg bezahlt Igor dafür, dass er die Menschen im Altersheim umbringt. Genau. Dafür, dass er, Herr Kreuzberg, ein ausgelastetes Unternehmen hat, ja? Dafür bezahlt er ihn. Jo. Also quasi Mord per Nachfrage. Herr Kreuzberg hat auch früher schon illegale Sachen gemacht. Aber Sie wissen, mit falschen Anschuldigungen würden Sie sich auch strafbar machen. Ja. Also, er hat mal zum Beispiel versucht, die Angehörigen einer Verstorbenen zu betrügen, indem er billiges Sargholz als Mahagoni ausgeben wollte. Das ist ja wohl absolut erfunden. Also. Ja, oder ich erinnere mich auch einmal, hat er zwei Särge miteinander verwechselt. Ne? Da wollte er bei der Beerdigung eines 72-jährigen Mannes eine 45-jährige Frau aufbahren. Ja, und zum Glück habe ich das noch vorher gemerkt. Ja, und jetzt hat er auch noch einen Todespfleger. Ne? Was soll der Vorwurf? Den habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ach, kommen Sie. Wir hören uns jetzt diesen Igor Kerensky selbst an, würde ich mal sagen. Oder gibt es noch Fragen? Nein, dann lassen wir das doch mal gut sein. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Sie bleiben unvereidigt. Der Zeuge Igor Kerensky, bitte schön. Herr Kerensky, guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Igor Kerensky, 22 Jahre alt. Sie wohnen in Konstedt. Sie sind verheirateter Altenpfleger? Ja, seit gut zwei Jahren in einem Altenheim in Konstedt. Mhm. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Ich belehre Sie nach dem, was hier schon behauptet wurde, nach § 55 Strafprozessordnung. Sie müssen auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich doch eine wahrheitsgemäße Antwort selbst belasten könnten. Verstanden? Ja. Wir verhandeln ja heute unter anderem die Unterschlagung von Schmuck aus dem Sarg der toten Frau Gmeinwieser. Sie waren ja der Altenpfleger von Frau Gmeinwieser. Ja, Frau Gmeinwieser hat aber noch zu Hause gewohnt, allein. Und ich habe sie täglich besucht und auch gepflegt. Mhm. Und eines Abends war sie einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Mhm. Ein schöner Tod. Haben Sie den Schmuck der Frau Gmeinwieser dann zur Beerdigung der Angeklagten ausgehändigt? Ja, das hatte ich ja auch schriftlich gehabt, dass Frau Gmeinwieser mit ihrem Smaragd-Schmuckstück beerdigt werden wollte. Also, das heißt, Sie hatten diese Erklärung? Weil Sie sagen, Sie hatten schriftlich. Ja, genau. Und nachdem Frau Gmeinwieser tot war, da habe ich Frau Schilling alles gegeben, damit sie Frau Gmeinwieser den Schmuck anziehen kann. Also, Sie haben mir nie Schmuck gegeben. Ja, den hatte ich doch lange, vorher schon. Aber das stimmt nicht. Den hatte sie mir doch geschenkt. Das stimmt nicht, ich habe ja auch eine Quittung für die Sachen bekommen. Also so eine Quittung habe ich auch hier, die haben sie ja der Polizei übergeben. Schmuck erhalten, Collier, Armband, Ring aus Smaragd und Gold, Igor Kerensky steht hier. Ja, also Sie, die Quittung ist gefälscht. Mein Ex-Mann arbeitet doch mit dem Igor zusammen. Nein. Wann wurde denn die Frau Gmeinwieser beerdigt? Am 9. Januar vormittags. Und Sie waren bei der Beerdigung auch dabei, ja? Ja, Frau Gmeinwieser hatte keine Angehörigen mehr und da bin ich hin, damit sie nicht so allein ist. Ja, das ist lobenswert. Ich frage Sie deshalb, weil war die Frau Gmeinwieser aufgebahrt? Ja, in dieser Halle. Ich habe mich da auch von ihr verabschiedet. Ja. Und hat sie, als sie da aufgebahrt war, ihren Smaragdschmuck angehabt? Ja, hatte sie. Den hatte sie an im Sarg? Ja, genau.
Also, Sie lügen doch, dass es einem schlecht wird. Sie hatte gar keinen Schmuck im Sarg an, weil ich ihn doch schon hatte. Das stimmt nicht. Und jetzt haben Sie bei der Polizei schon was erzählt. Als Sie sich da von der Frau Gemeinwieser verabschiedet haben am Sarg, da haben Sie dann was beobachtet. Ja, ich wollte raus zum Grab und habe mich noch ganz kurz umgedreht zum Sarg. Und da habe ich Frau Schilling gesehen, wie sie noch was im Sarg gemacht hat. Und ja, da habe ich die Rüschen. Und dann, was dann? Ja, und dann hat sie ganz schnell den Sargdeckel zugelegt. Ja, genau. In dem Moment hat sie den Schmuck rausgenommen. Davon gehe ich aus. So muss es gewesen sein. Ich habe die Rüschen von ihrer Bluse hingerichtet, richtig schön hergerichtet und ihre langen grauen Haare wieder richtig hingelegt, ja? Das die Mühe noch kurz bevor sie den Sarg schließen. Nett, ja gut, das hat was mit Ehre und Würde zu tun, oder? Haben Sie denn gesehen, dass der Angeklagte den Schmuck genommen hat? Nein, nicht genau. Aber es kann ja auch nicht anders gewesen sein. Schauen Sie mal, war das der Schmuck hier, den die alte Dame getragen hat, dieser Ring? Ja, genau der. Und da war von noch ein Armband. Ja, von dem Armband habe ich leider noch ein Foto. Den hat Frau Gemeinwieser ja jeden Tag getragen. Das war ein Geschenk von ihrem Mann. Wie sind Sie denn damals darauf gekommen, dass die Angeklagte da Schmuck aus dem Sarg genommen hat? Ja, weil nur einen Tag später habe ich Frau Schilling bei einem Schmuckhändler gesehen. Also ich schaute ins Schaufenster rein und da hat Frau Schilling den Smaragdanband von Frau Gemeinwieser verkauft. Das haben Sie? Ja, bitte. Ja, und naja, dann wusste ich gleich, was sie da am Sarg so gemacht hat. Und haben das gleich an Kreuzberg erzählt? Ja, also ich wusste, dass er ihr Ex-Mann ist. Und da dachte ich, das interessiert ihn. Den Schmuck habe ich geschenkt bekommen und da habe ich auch das gute Recht, den zu verkaufen, wenn ich das möchte, ja? Nein, also das gibt's nicht. Herr Kerensky, Sie sind Altenpfleger und in diesem Beruf verdienen Sie sicherlich nicht allzu viel, richtig? Naja, könnte besser sein. Sie sind verheiratet? Ja. Zwei Kinder? Genau. Mit geringem Einkommen ist es doch fast schwierig, den Tagesbedarf zu bezahlen. Wie können Sie sich dann bitte schön dieses kleine Häuschen hier in Russland leisten? Ja, es ist ganz einfach. Also, Ihr Vater ist verstorben? Ja, im letzten Jahr. Sie haben die Beerdigung bezahlt? Ja, schon. Was hat die Beerdigung gekostet? 3.000 Euro. Das ist ja nicht die billigste Beerdigung, nicht wahr? Naja, das war mir mein Vater schon wert. Eine ganze Menge Ausgaben haben Sie da gehabt. Naja, die Sachen kosten halt so viel. Natürlich. Ich frage mich nur, wo Sie das Geld herhaben. Da kommt dann eine ganze Menge zusammen, oder? Häuschen kaufen, Beerdigung vom Vater bezahlen. Wo ist das Geld her? Ja, ich habe das eigentlich gar nicht bezahlt, sondern Herr Kreuzberg. Das ist interessant. Wieso denn der Herr Kreuzberg? Er wollte nicht, dass ich zu seiner Ex-Frau gehe. Und da hat er mir ein Angebot gemacht. Was für ein Angebot denn? Ja, er hat gesagt, dass er meinem Vater eine sehr schöne Beerdigung ausrichtet. Mit Musikbegleitung und so, falls ich eine Gegenleistung bringe, mit der ich die Kosten abarbeite. Und wie hat diese Gegenleistung ausgesehen? Das ist nicht Herr Kerensky, ganz einfache Frage. Was war die Gegenleistung? Ja, ich sollte Herrn Kreuzberg immer gleich Bescheid geben, wenn jemand im Altenheim stirbt, damit er gleich hinfahren und mit den Angehörigen sprechen kann und denen gleich ein Angebot für die Beerdigung machen kann. Jetzt hat die Angeklagte Sie aber gesehen, Herr Kerensky, wie Sie von Herrn Kreuzberg 100 Euro geschenkt bekommen haben. Geschenkt? Nein, ich habe schon die Gegenleistung abgearbeitet und für jeden nächsten Auftrag habe ich noch 100 Euro bekommen. Schämen Sie sich denn nicht? Warum? Es ist doch nicht schlimm. Ich schade doch niemandem damit. Ja, natürlich schaden Sie jemand damit. Damit schaden Sie den Leuten im Altersheim, damit die schneller ins Grab kommen, ja? Und Sie kommen schneller an das Geld meines Ex-Ehemanns. Aber das stimmt nicht. Ich bring doch niemanden um. Ach ja, aha. Nun, jetzt ist aber die Sterberate in diesem Altenheim relativ hoch geworden, nicht? Im letzten Monat waren es 3, diesen Monat sind schon 4 Tote. Aber das ist nur ein Zufall. Zufall? Ja, ja, natürlich. Warum gehen Sie denn immer in die Apotheke gegenüber vom Friedhof? Holen Sie da die Medikamente, damit Sie die Leute schneller ins Grab bringen? Was sagen Sie da? Ich bringe doch niemanden um, ehrlich. Stimmt es denn, dass Sie häufig in diese Apotheke gehen? Ja, schon. Ich kaufe da Medikamente für meine Verwandten in Russland und schicke die dann rüber. Das ist ja lächerlich. Frau Schilling, jetzt lassen Sie es mal gut sein. Gibt es noch weitere Fragen an Herrn Kerensky? Keine Fragen. Dann bleiben Sie für einen Moment unvereidigt, dürfen bitte hinten Platz nehmen. Aber Moment, glauben Sie mir doch, ich habe niemanden umgebracht.
Ehrlich? Momentan können wir das, glaube ich, nicht abschließend klären. Aber ich denke, dass der Staatsanwalt sich der Geschichte gern annehmen wird. Und zwar sehr schnell. Gerne. Herr Vorsitzender, ich beantrage die Unterbrechung der Hauptverhandlung, bis das Ergebnis der Exhumierung vorliegt. Die Exhumierung der Frau Huber? Genau, darum geht es. Das Ganze dauert ja noch an. Und wenn sich herausstellen soll, dass der Leichnam keinen Schmuck mehr trägt, dann knappert das natürlich noch mehr an Ihrer Glaubwürdigkeit, Frau Schilling. Na, ist klar. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber bitteschön. Na, mal schauen einfach, Herr Lenzen. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was gegen Herrn Völkel spricht. Weil ich mich schon frage, warum er sich hier so gnadenlos für die Angeklagte einsetzt. Herr Staatsanwalt, und wenn Sie schon mal am Ermitteln sind, dann überprüfen Sie bitte auch diesen Igor. Ja, das werde ich machen. Klar, die Zeit nutze ich. Aber ich habe doch niemanden Tod gepflegt. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Gut, ich halte es auch für richtig, dass diese Vorwürfe überprüft werden. Dann ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung morgen, gleiche Uhrzeit, gleicher Sitzungssaal. Und ich möchte alle Zeugen bitten, morgen auch wiederzukommen. Ja? Gut, dann ist die Sitzung für heute geschlossen. Herr Staatsanwalt, aber was machen Sie jetzt wegen mir? Wollen Sie jetzt den ganzen Friedhof umgraben, um nachzusehen, ob ich den alten Leuten falsche Medikamente gegeben habe? Wenn es sein muss.